Ja, meine Videos hier auf diesem Kanal, das sind Werbevideos. Und was das bedeutet und ob das überhaupt für dich relevant ist und was das auch bedeutet, das schauen wir uns jetzt an. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. All meine Videos hier auf diesem Kanal, das sind Werbevideos. Warum mache ich das Video überhaupt? Weil mich einige Leute anschreiben und weil die sagen, wie verdienst du da was und da kann deine Meinung kaufen und sowieso und überhaupt und du böser. Und ich habe mir gedacht, ich mache ganz einfach eine nette Antwort auf diese bösen Anfragen. Und zwar, ich möchte etwas klarstellen. Alle Videos hier auf diesem Kanal sind Werbevideos. Ich buchstabiere Werbevideos. Das bedeutet, ich verdiene mit dieser Zeit und dieser Energie, die ich da reinstecke, über diese Videos manchmal Geld. Manchmal. Und das mag ich ganz kurz beschreiben. Stell dir jetzt vor, ich halte ein Fellniven F1 in die Kamera und sage, hey, ja, und ich hack damit und tue irgendwas. Und dann sage ich, billige Eigenwerbung, da unten ist der Link in meinen Shop. Stell dir vor, wenn du auf meinen Shop gehst und das einkaufst, oh, dann verdiene ich da Geld dran. Unglaublich, aber es ist wirklich wahr. Wahnsinn, Wahnsinn. Echt arg, ja, was ich da tue mit mir. Wahnsinn. Aber wenn du es nicht kaufst, verdiene ich kein Geld. Du hast das Video trotzdem dir anschauen können, ganz kostenlos, einfach so. Und stell dir vor, es ist trotzdem ein Werbevideo. Wenn ich nun Produkte vorstelle, die ich nicht in meinem eigenen Shop habe, zum Beispiel, weil ich nicht beliefert werde, wenn mir die einfach sagen, dich Hans Wurst aus Österreich beliefern wir gar nicht, oder die Einkaufspreise für mich so hoch sind, dass ich das als Konsument auf Amazon billiger kriege, alles schon da gewesen, dann brauche ich es nicht anbieten. Das hat überhaupt keinen Sinn. Dann sage ich, bitte lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, klick da unten auf Amazon und kauf es dir dort. Das ist ein absoluter Blödsinn. Und dann stell dir vor, wenn du auf Amazon klickst und du das anschaust, ist alles gut. Aber wenn du dann was kaufst, stell dir vor, ich krieg dann, abhängig davon, was du gekauft hast, eine Provision. Die kann bei 2% liegen, bei 3%, bei 5% oder wenn es Kleidung ist zum Beispiel, hier Kleidung ist, dann können es auch mal 10% sein. Bezahlst du dadurch mehr? Nein, überhaupt nicht. Das zwick ich sozusagen Amazon ab. Wenn du also sagst, ich will diesen Rossmann, diesen glatzköpfigen, dicken Österreicher nicht unterstützen, dann schaue ich mir das Video an und schaue es mir an und sage, okay, finde ich super, ich will das jetzt auf Amazon kaufen, aber ich werde nicht auf seinen Link klicken, sondern gib es direkt bei Amazon ein, weil dann verdient er nichts dran. Du zahlst aber genau dasselbe, wie wenn du auf meinen Link draufklicken würdest. Aber so ist das, ja. Ja, gebe ich zu, ja, es ist einfach so. Böses Werbevideo, böse Eigenwerbung. So macht das der Reini. Das nächste ist, wenn du dir diese Haube hier in meinem Fanshop kaufst, ja, stell dir vor, ich krieg dein Geld dafür, so unglaublich, dass ich da Geld dafür krieg. Aber es ist ganz einfach so. Wenn du ein Buch bei mir kaufst und wenn du dir die Frage stellst, warum erzählt dir das? Aber ich komme drauf. Und sag da unten billige Eigenwerbung und du ein Buch bei mir kaufst, stell dir vor, dann mache ich das auch nicht für Luft und Liebe, sondern ich mache für mich und für dich faire Preise. Das heißt nicht, dass ich das Maximum raushole und ja, dich auswurz, wobei ich dich nicht zwinge, du brauchst nichts kaufen bei mir, sondern ich mache einen Preis, der marktkonform ist und der von dem Einkauf, den ich habe, auch passt. Manche kritisieren, dass sie sagen, Reini, dein letzter Vorstall deines Lebens, der ist zu teuer. Ja, dann kauf irgendeinen billigen China-Kacker, der ist günstiger. Vielleicht ist der nicht schlechter oder nicht besser als meiner, das mag alles sein, aber er wird nicht in Österreich produziert. Und wenn dir das nicht taugt, dann ist es auch okay für mich. Aber so ist das. Und da verdiene ich ja Geld drin, das ist unglaublich. Und die Leute, die das für mich produzieren, die verdienen da auch was und die Firmen, die was produzieren, die verdienen da auch was dran. Das ist absolut unglaublich und wir zahlen alle unsere Steuern und alle unsere Sozialversicherungsbeiträge und das ist genau der Punkt dabei. Und darum geht's. Wenn du einen Online-Kurs bei mir buchst, ein Coaching oder sonst irgendwas und ich sage, klar, da unten, dann kannst du das kaufen. Stell dir vor, ich verdiene da etwas dran. Und warum ich dieses Video mache, ist einfach aus dem Grund, weil es Leute gibt, die mir drohen. Die sagen, Reini, du machst versteckte Werbung. Na, warte mal, halt. Das sind alles Werbevideos. Ich mache billige Eigenwerbung, natürlich. Aber, und das ist ganz wichtig, und das möchte ich ein für alle Mal festhalten. Hier, du bist Zeuge. Wenn ich der Meinung bin, dass dieses Produkt cool ist und gut ist, dann sage ich das genauso, wie ich mir das denke. Ich schöne es nicht, ich denke nicht drüber nach, na ja, und es ist eigentlich ein klumpertes Produkt, aber ich sag's, weil, nix weil. Du kannst als Hersteller nicht zu mir herkommen und sagen, hörst du, nimm das Produkt und sag, dass es cool ist und komm, wir geben dir Geld dafür. Mache ich nicht. Ich habe noch nie einen einzigen Euro bekommen dafür, dass ich ein Video gemacht habe. Ja,
Zum Beispiel, bei Fellniven bin ich Händler und kriege das zum Einkaufspreis. Ja, dann nehme ich es für den Einkaufspreis, das ist klar. Aber ich bin nicht käuflich, du kannst dich nicht einkaufen. Und wenn ich etwas vorstelle, dass ich zum Beispiel selbst auf Amazon gekauft habe oder auch als Händler beim Großhändler eingekauft habe, obwohl ich es dann nicht in den Shop nehme, das gibt es nämlich auch, dass ich was einkaufe und dann sage, nein, ich nehme das nicht in den Shop auf. Ja, dann sage ich immer die Pros und die Cons und ich sage meine Meinung dazu. Und die kannst du teilen oder nicht, aber käuflich bin ich nicht und war ich noch nie und das wird auch nicht der Fall sein, denn das würde gegen all das, wofür ich stehe und was mir wichtig ist, widersprechen und mache einfach nicht. So, das war's. Das war das, die Aussage, die Stellungnahme zu all den lustigen Anfragen, die sagen, Heidi, ja, du. Also, wenn dir das taugt hier auf diesem YouTube-Kanal, dann sei dabei. Und du kriegst das Ganze kostenlos und gratis. Und wenn du bei mir was kaufen willst oder wenn du über meinen Amazon-Link etwas kaufen willst, dann tu das und unterstütze mich oder auch nicht oder unterstütze dich und kauf das, was du willst oder kauf gar nichts und sag, Konsum ist Kacke, dann ist das auch okay für mich. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben oder nach unten, schreib mal einen Kommentar zu meiner billigen Eigenwerbung. Ich sag danke fürs Dabeisein. Bis bald, ciao.